Moin, moin liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Satisfactory Update 5 Steelworks Reloaded. Und da sind wir jetzt auch gerade. Haben uns hier gerade letztens die Foundries gebaut. Die schließen wir heute an. Zusätzlich versuchen wir mal gucken, schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Und ich mache mich mal klein. So, jetzt sind wir hier. Ich gucke auch nochmal, ich will auch nochmal ganz kurz so ein bisschen in die, sag schnell, Stromgeschichte reingucken, ne? Wie viel wir nun jetzt hier machen können. Und da muss ich mal hier lang. Ist auch alles, warte mal, ein bisschen lauter machen. So. Okay. Ah, ich finde das Color Coding ist richtig gut gelungen. Hier sieht man übrigens, ne, dass die hier ein bisschen höher sind als sonst. Aber das wurde, wie gesagt, in einem Patch behoben. So. Ja, wabert hier so ein bisschen, aber das ist eher ein Kohleproblem, sehe ich. Ja, 400, 26.400, dann wieder auf. Okay, egal. Nicht aufregen. So, wir machen jetzt hier die Foundries und das Gute daran ist, wir haben das ja gesehen im, hier im Menü, wo haben wir es? Da. Da machen wir jetzt hier die 19,5, ne? Und dann kommen auch tatsächlich krass 1170 Stahl raus. Und 300 gehen in die Beams und 870 in die Steel Pipes. Ne? Und die Steel Pipes, das ist the name of the game, Leute. Mit Steel Pipes machen wir alles. Einmal Statoren, die Frames, Pipes und die Heavy Frames, ne? Und sogar noch die Industrial Pipes. Also Steel Pipes ist quasi, ja, wie soll ich sagen, das Herzstück dieser gesamten Operation. Und deswegen brauchen wir auch so viel Stahl. Ne? Und deswegen mit Steel Pipes kannst du es eigentlich gut machen. Ne? Und das Gute ist, du brauchst noch nicht mal unbedingt Kohle. Wenn du tatsächlich Öl in der Nähe hast, Petrolkoks, absolutely possible. Ne? So, okay, wir splitten. Und wir brauchen hier zwei Sachen. Wie können wir das am besten machen? Wir brauchen 780, also zweimal 390, damit das hinhaut. Ne? Zweimal 390 und das passt auch perfekt. Das heißt 390 durch 40 sind 9,75. Ja, das war ja genau die Hälfte. Okay, wir machen das jetzt mal so. Das kann ich ja eigentlich gleich so machen und das wegnehmen. Muss ich das nicht doppelt machen? So, ich glaube, wir machen das dann auch wieder von der anderen Seite. Das hat sich gut bewährt. So. Jetzt, wie gesagt, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Ah ja, okay. Und jetzt die anderen 5 machen wir tatsächlich von einer anderen Seite. Ja. Und dann... wir haben jetzt hier 10. Das heißt, eigentlich brauchen wir hier 400. Ah ja, hier solider Stahlbach. Ne? Wir haben jetzt hier 10. Das heißt, einen hier. Das machen wir mal. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 19,5. Ah, wir machen das so. Wir brauchen zwar 19,5, aber wir lassen den fünften einmal, warte mal, 1, 2, 3, 4, genau, ist der fünfte. Machen wir bei dem hier, den lassen wir auf 25% laufen. Brauchen wir nämlich nur 10. Na? Dann haben wir nämlich auch die 380 durch 9. Nee, warte mal. 40 mal 9, genau, 360. Und wir haben, sonst haben wir 390, genau, 30. Und 30 machen wir noch dazu. Bedeutet hier nicht, ach ja, genau, doch, warte mal. Nee, doch 30, 75%. Und den anderen hier auch auf 75%. Dann haben wir im Prinzip, dann
haben wir 2 auf 75%, was im Prinzip das gleiche ist wie ein ganzer und einer auf 50. Ne? Das passt also, weil dann haben wir, kommt hier halt 390 rein. 360 würden wir normal verbrauchen, ne? Weil 40 mal 9. Und den anderen auf 75%, braucht also auch nur 75% der Ressourcen, anstelle von 40, also 30. Und schon haben wir 390. Okay. This is it. Und das machen wir wieder von der anderen Seite. Alles kein Problem. Ah, Leute, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, sagte schon Hannibal Smith. Ne? Ah, wobei ich mich da so auch eher als Face sehe. Ne? Also wer A-Team kennt, der weiß, wovon ich rede. Wer nicht, der hatte keine schöne Kindheit. Viel Spaß. A-Team ist einfach nur für mich so eine Kindheitserinnerung. So, okay. A-Team, Airwolf, Knight Rider, Leute, ihr kennt den ganzen Kram. So, das haben wir jetzt hier so. Machen wir das so. So natürlich nicht. Eins, zwei und. Okay, Leute. So, und das haben wir jetzt. Ah, es ist interesting auf jeden Fall. Dadurch, dass wir natürlich immer nur 40 und also maximal 40 brauchen und ansonsten fast sogar eher 30. Brauchen wir hier natürlich auch entsprechend nur die Mark 1 Bänder. Und hier. Und die letzte Geschichte hier. Zack, zack. Okay. Jetzt hier auf der Seite weiter. Ich muss sagen, das funktioniert besser als ich dachte. Also auch mit diesen ganzen Sachen. Man braucht sich echt nur mal. Das ist eben das Ding, Leute. Setzt euch kurz hin. Überlegt kurz, wie ihr das am besten aufsplitten könnt und dann baut's. Es bringt gar nichts, das zu rushen. Guck mal, aber wie super das aufgeht, nur weil ich ein bisschen nachgedacht habe, Leute. Hammer. Hammer, Leute. So. Genau das da hinten wollte ich so machen. So, und jetzt kommt natürlich Mark 4 hier unten lang. Einmal nach da und einmal oben. Unten. Oben machen wir auch gleich. So, perfekt. Unten, oben, unten, oben, unten und oben. Perfekt, haben wir auch. Jetzt fangen wir natürlich an, noch die anderen Sachen einzubauen. So, das ist, nehmen wir hier, ach komm, Förderlift Mark 1. Und den nächsten einmal hier so hin. Drehen und schön haben wir es. Und ja, da scheinen sich die Geister. Ich finde es okay. Ja, manche mögen das ja nicht, diesen Snap. Aber das ist halt gewollt von den Entwicklern. Und solange das so ist, freue ich mich und nutze es. Weil ich finde, es sieht auch ganz geil aus. Sehr kompakt und ich mag so eine kompakte Bauweise. Ich rede hier gerade von den Förderliften, die halt so auch jetzt inzwischen nicht nur quasi einmal hochsnappen, sondern auch unten. So. Perfekt. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, jetzt machen wir das gleiche wieder, wie auch hier oben, mit dem Wire, ne? Was, wohin müssen unsere Ingots? Wir brauchen zwei Stück, einmal 300 in die Steel Beams und einmal 870 in die Pipes. Wie viel kommen aus einem raus? Achso, das müssen wir auch nochmal machen. Zack, Steuerung C. Und dann hier einfach, ich kann auch einfach raufklicken, geht wahrscheinlich schneller. Auf einem kommen 60, ne? Wir brauchen also wir brauchen 300. Also brauchen wir mindestens 5. Das ist ja richtig nice. Das geht halt super gut auf. Ne? 5x6 sind entspannte 300. Mal gut. Und den Rest ziehen wir dann halt quasi raus in zwei Pipes wieder, ne? Und so weiter. Du kannst halt auch sehr viel machen mit Runtertakten. Ne? Beispielsweise, ich wusste ja, ich brauche jetzt hier
einen halben, 0,5. Aber wie du diese 0,5 erreichst, du kannst halt auch 4 Gießereien machen, die nur, weiß ich nicht, 15% haben oder so. Ja, egal, das läuft nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, 12,5. Ne? Okay, so, das haben wir jetzt hier fertig. Und dann natürlich einmal das untere. Und dann dahinter das obere. Ich glaube, ich will unten, ich weiß gar nicht, wie ich das genau mache. So haben wir auf jeden Fall Kohle und das schon mal als Eingang. Dann fliegen wir mal hinter. Ja, du kannst auch alles von unten verkabeln, aber Leute, ne? Kirche im Dorf, ich bin hier Singleplayer-Map. Gar keinen Bock hier, komplett mich hier in Arbeit zu verlieren. Ist wie gesagt, ja, auch eine Tutorial-Playthrough. So, perfekt. Und jetzt müssen wir von unten entsprechend die Sachen ranholen. Wir können jetzt schon mal Eisen mir schon mal mal verbinden. Na, dann haben wir hier einmal und da hinten einmal. Dann gehen wir hier einmal runter. So. Ja, und können dann theoretisch einfach mal das so machen. Ja, und dann holen wir uns von da hinten da die andere Kohle. Ja, perfekt. Da kommt jetzt schön die Eisenbarren. Und hier gehen wir mit dem Förderlift da lang. Nutzen aber so die gleiche Bahn. Da. So, und dann machen wir das hier hinten. Oh, ich gehe kaputt, ey. Wieder dieser Scheiß. The pain. Okay. Was hatten wir da? Ich glaube, das Äußere, ne? Das ist okay. Machen wir das mal so. Ach, das ist nicht okay. Da wird es hier schon eng. Ich werde das einfach hier mit einem kleinen Loop machen. Einmal hier schön mittig. 1, 2. Hier, zack, und einmal auf der anderen Seite, dann habe ich das hier schön mittig, einmal so, einmal so, Fördermann Mark 4, klar, logisch, dass es nicht wieder reingeht, so, dann nehmen wir das hier weg, nein, andersrum. Hier kann ich es auch einfach nochmal bauen, ne? Das geht schön auf dem Dedicated Server, erstmal wieder nicht. So, dann kann ich das wieder zumachen. Und einfach hier mal so weiterbauen. Das hatten wir gesagt, außen war es, ne? Oder innen? Ich weiß es nicht mehr. Nochmal gucken, ich will es zumindest gleich haben. Und nicht getauscht. Das ist das Äußere. Also quasi oben. Mach ich das hier so hin. Joa, ist das gerade? Jo, ist das hier gerade? Nope. Komplettes Nope. Sehr mittig. So, jetzt aber. Ja, perfekt. Sieht gut aus. Geht nach oben. So, und dann kommen wir hier. Und der nächste Förderlift wahrscheinlich von da. Und das ist dann auch eigentlich, die Kohle ist dann wirklich das Letzte, was wir dann noch so machen müssen.
Ja, erstmal einen schönen Schluck Sojamilch. Wenn wir uns hier zur Kohle bewegen, 780, wir werden das entsprechend auf 2×390 aufteilen. Wir können ja auch einfach komplett zwei 480er Bänder nehmen. Kein Strom. Aber hier genau, das sind diese drei Kohledinger. By the way, habe ich hier eigentlich noch Mobilisten am Start. Nö, great. Ja, die Dinger würde ich einfach mal abreißen, um sie dann ein wenig neuer und geiler zu bauen. Ja. So, machen wir mal hier ein Vierer und vertikalisieren uns mal hier so hin. Dann gehen wir hier und gehen dann hier mal mit Zweier Sub rein. Und dann sollte uns das hier mit einem entsprechenden Mark II Miner ganz gut gedeihen. Ja. Na, theoretisch sogar noch mal einen höher, ne? Das passt irgendwie. So. Hier kam jetzt auch noch sehr viel. Ich glaube, das Eisen oder was hier lang kommt. So, machen wir das mal hier einmal so. So, und dann kann ich, glaube ich, hier schon mit 4 Metern arbeiten. So, meiner einfach mal raufballern. Perfekt. Einmal den Sub. Und dann hier schön alles voll machen. Die Scheiße weg mit der Natur. Okay, so, jetzt müssen wir hier wahrscheinlich... Können wir hier einen höher? Könnten wir. Probieren wir es mal, ob es sich auch umsetzen lässt. Stichwort, was ist das? Kohle. So, MK2. Natürlich lässt sich es nicht umsetzen, beziehungsweise nicht einfach so. Wir müssen hier... Ach, guck an. Und wie das läuft, Leute. Und wie das läuft. Ich bin auf gerade... Gut. Und schon haben wir unsere drei Sachen hier ready. Und das sieht auch gut aus. Außer das Ding da. Das sieht nicht gut aus. Oder doch? Wollen wir nochmal wegnehmen. Okay. Fein, fein, fein. So, jetzt bauen wir hier entsprechend hier nochmal die Sachen nochmal drunter. Nochmal halbwegs ordentlich aussieht. Okay, wir brauchen 2×480. Machen wir es einfach mal so. Das heißt, wir brauchen hier die Dinger. 180, wie viel können wir reinpacken? 300, ah, guck. 300 machen wir hier. Hier machen wir auch 300, haben wir schon mal 600. Wir brauchen aber noch ein bisschen mehr. And that is why wir das hier auch nochmal machen. So, brauchen wir aber nicht, ne? Jetzt haben wir 600, jetzt haben wir 840 und wir brauchen 780. Das heißt eigentlich nur 180 hier hin. Genau, perfekt, können wir das raus. Jetzt haben wir 180 und 300 und 300, was insgesamt 780 sind. So, jetzt machen wir das aber so ganz wild. Und wir müssen das, wir können das hier unten schon am Miner schon richtig baba zusammenbauen. Ergo, machen wir das auch. Als erstes... Und das ist richtig gut. Bauen wir hier wieder mal einen Splitter. Und hier nochmal einen Splitter. Dann Förderband MK4. Ihr kennt den Schnack. Und hier erstmal ein Fusionator ein. Zack. Dann nimmst du das alles weg. Und das auch. Kommt hier das Ding ran. So. Und dann. Ah, hier können wir zum Beispiel wieder voll machen.
Dann haben wir hier. Im Prinzip kann man das. Ne, das sieht alles scheiße aus. Also auch hier über einen Splitter machen. So, hier kommen 180 raus. Die werden wir dann tatsächlich. Machen wir hier mal so lang. Wie und wo bringen wir die hoch? Hier nochmal machen wir das so. Zack. Okay. Hier kommen 300. Nee, doch 300 und hier kommen auch 300. Und dann brauchen wir von da nochmal die 180. Das bedeutet, hier wird schon fusioniert. Dann kommt hier nochmal so ein Splitter hin. Wo hier einmal reingeht. Wo hier einmal reingeht, alter Schwede. So. Und hier wird auch nochmal fusioniert. Perfekt. So, jetzt haben wir die 180. Teilen wir hier auf 2x90. Wo geht's hier rein? Hier. Müssen wir das hier einmal so bauen. Ja, so wird es gehen, aber sieht scheiße aus. Also machen wir es so. Sieht nicht scheiße aus. Nee, anders. Wir müssen das hier wie immer ganz nah ran machen. Nee, das nicht. Warum? So. So, und jetzt ist ein bisschen zu wild. Was ich nicht alles mache, damit das halbwegs ordentlich aussieht. So. Perfekt. Na, jetzt geht das hier rein. Und wird dann hier gesplittet, ne? Da 90. Und dann haben wir hier. Wo geht's raus? Ja. Ne, hier geht's auch rein. Und raus geht's hier. Und dann geht das hier nach oben. Beziehungsweise. Perfekt. Kohle. Und dann hier. Das auch. Wo geht's raus? Hier geht's raus. Perfekt. Und dann, jetzt haben wir hier. Exakt 2x 480. Ne, 2x 380. Blödsinn, ne? So, und diese beiden ziehen wir jetzt mal da hinten lang. Kann ich das hier eigentlich? Ja, geht. Und dann werden wir das hier schön zusammenbauen. Finde ich sehr schön. Brauchen natürlich noch Strom hier unten. Nehmen das hier mal weg. Und bauen uns hier natürlich mal so eine richtige geile Stromleitung hin. Könnte man hier oben machen.
der Höhe. Auch fertig. Und dann das gleiche hier hinten. Das ist aber tatsächlich ein Stück höher. Macht aber gar nichts. Warum? Dann haben wir die Kohle auch ready. Perfekt. So, jetzt müssen wir das noch irgendwie verbinden. Mit irgendwie Strom. Werden wir wahrscheinlich auch erstmal außerhalb machen müssen. Und schon läuft der Lack. Hm? Wait, Carola. Ich weiß nicht, wo ich den Ohrwurm jetzt habe. Aber wir haben jetzt hier die beiden. Sollte hier entsprechend auf die Kohle kommen. Hier müssen wir uns so ein bisschen was überlegen. Das geht nämlich von der anderen Seite dann erst rein. So, und hier einfach mal so rum. Sehr schön. Und jetzt das andere noch. Da brauchen wir natürlich auch wieder so ein Untertage. Wir müssen einmal durch die Pipe sozusagen durch. Mega anstrengend, aber ist wie es ist. Hier einmal da, einmal da, hier geht's raus, hier geht's rein, so muss das sein. So, perfekt. Braucht man eigentlich auch nichts drunter bauen, ne? Aber ich habe es hier gerne, dann habe ich es hier auch fertig, perfekt. Und wo muss das jetzt hin? Schön, auf die andere Seite. Hier durch. Sliden wir nochmal. Also das ist für mich noch okay, so ganz knapp, aber ist noch okay. So, dann machen wir noch Strom und dann haben wir auch schon die Stahlbarren fertig. Wer hätte gedacht, dass das so einfach geht? Ich nicht. Ist für mich okay. Hier sieht alles sehr gut aus. Und jetzt brauchen wir hier Strom. Na, und da gehen wir natürlich auch wieder gegen. Bin auf große Höhe. Kleine Metallsäule. Machen wir mal ordentlich groß.
Können wir es leider nicht machen mit der Metallsäule. Nee, machen wir nicht. Machen wir einen gefärbten Träger hier hin. Ist das auch die Mitte? Mein Gefühl sagt nein. Das ist die Mitte. Ja. Sehr gut. Ist das auch die richtige Höhe? Ja, logisch. Gemacht worden. So. Ja Leute, ich weiß, vielleicht, ich weiß nicht, wie euch diese Folgen gefallen, so ein bisschen bauen, ich finde das schon sehr gut. Ich mache hier extra auch keine Timelapse, weil es nun mal so lange dauert, wie es dauert, ne? So, hier gucken wir auch mal wieder, ne? Wie können wir das hier mittig machen? Machen wir hier so. Na, das sieht auch schön aus. Irgendwie so. Din. Okay. Und dann das noch. So, dann werde ich das wohl wahrscheinlich... Ja, ich glaube, das werde ich einfach mit denen verbinden hier, weil das ja auch... Das ist schon okay. Verbinden wir das ruhig. Jetzt erstmal ab. Was haben wir hier? Kein Strom. Ach so, weil die Dinger ja noch nicht verbunden sind oben. Jetzt geht hier aber der Smoke an, da. Schön, weiter geht's. So, okay, dann haben wir hier alles, ne? Ist alles green. Die 40 kommen hier rein. Alles green so far, die 15. Jetzt brauchen wir natürlich noch den Output, ne? Und da gucken wir auch mal wieder, ne? 870 und 300. So, wir haben ja schon gerecht gesagt, ne? 5 brauchen wir für den 300er Output. Dann nehmen wir hier die 5. Hier haben wir auch 60 pro Minute, das war halt wichtig, ne? Weil auf der anderen Seite haben wir da den runtergetakteten. Wie viel kommen hier raus? 60, ne? Da können wir halt einfach schön Mark 1 nehmen. Stört da keinen. Das stört aber. So, und dann haben wir hier die, noch nicht 5, aber jetzt die 5. So, 300, safe. So, jetzt brauchen wir als nächstes 870, ne, das können wir natürlich durch 2, 435, das ist für mich okay. Wir gucken nochmal ganz kurz, ja, 435, da machen wir dann... 29, machen wir 2 rein mit 15 und takten 2 runter. Wow, perfekt wieder, Leute. Schön, wenn Pläne funktionieren. Ne? Jetzt den Rest hier. Jetzt haben wir die 5. Und jetzt machen wir genau 2 mal. Jetzt
Nehmen wir hier, warte mal, mal gucken, wie wir das mit den Reihen am besten machen. Hier haben wir die 45 pro Minute und die haben wir hier hinten auch. Genau. Und wenn wir das jetzt hier nehmen, die sind 4x60, sind 240. Ich versuche das ordentlich aufzuteilen. So, wir fusionaden. So, 60 kommt raus, ne? So, 60. 120. So, und jetzt hier die 45, ne? 285. 345. 390. Ach so. Okay, aber es ist gut, es ist gut. Will ich gerade. 435. Ja, wir müssen einen so ein bisschen splitten. Also nochmal 60, 120. 180. Das sind jetzt, oh, 180, 240. So, und jetzt haben wir hier die 45, ne? 240, 285, genau, plus die. Plus 60, 345. Und jetzt brauchen wir hier. Hier brauchen wir jetzt 400. Hier kommt das in der Mitte. Und dann kommt hier ein kleiner Splitter. So, genau. Und dann gehen hier 30 da rein. Und hier geht es dann raus und dann haben wir hier die Hälfte kommen jetzt hier rein, 30 plus die 405 sind dann genau 435. Perfekt. Das kann ich auch besser aufteilen dann auf den Ebenen, ne? Das heißt, dass wenn du das halt, ne, wir wissen, 870 kriegen wir nicht transportiert, 435 ist fein, also machen wir es auch. Gut, also erstmal die Dinger hier wieder. So, und dann geht's hier weiter. Das ist der Fusionator in die Richtung. Zwei. So, hier haben wir jetzt 120. Wahrscheinlich brauchen wir hier nochmal einen. Ein bisschen weiter hin. Also rechnen wir mit 120. Ne, warte mal, 120 plus die 30. Ah. So, hier gehen 30 rein. 60, jetzt haben wir hier 90. 90 plus 60 sind 150. Und jetzt geht's hier weiter. 150 auf der Seite plus 45. 195. 255. 315. 375 und 435. Es geht natürlich sehr schön auf. Das wäre auch Sinn der Sache. Perfekt. Na, jetzt müssen wir das natürlich auch irgendwo joinen.
Könnte ich jetzt alles da machen. Mal sehen. Hier so auf der Ebene. Dann geht das hier so runter. Einmal die MK4-Dinger. So, perfekt. Und jetzt haben wir zwei 435er. Ja, das können wir dann nochmal hinstellen sozusagen. Haben wir jetzt lange nicht mehr gemacht, aber machen wir ruhig mal hier. Perfekt. So, als nächstes bauen wir tatsächlich hier hier weiter die, wie viel sind es? 29 Steelpipe und 5 Beam-Konstruktoren. Ne? Ich mache erstmal die 5. Das könnte ich direkt hier machen. Weil es sind ja nur 5, ne? Das sind exakt die 5. Warte mal. Wait a minute. Mal was testen. Naja, wir müssen es trotzdem zusammenbringen, aber ich dachte, ich glaube, ja, wir brauchen exakt, wir brauchen das hier gar nicht in den Boden führen, sondern tatsächlich mit einem Splitter. Und zwar 3. 4 und 5. Nämlich Konstruktoren. Setz die hier einfach hin. Mach den hier. Und mache jetzt hier schon die Mark 1 Dinger rein. Ich bin der Meinung, dass so ein Stahlträger exakt 60 braucht. Genau, perfekt. Theoretisch hätte ich es auch direkt verbinden können. Ne? Würde sogar besser laufen. Aber dann müsste, hätte ich hier so einen komischen Versatz drin und ist mir nichts. Wir lassen die jetzt eh voll laufen, von daher ist das alles kein Problem. Stahlträger, dann habe ich das nämlich auch fertig. Am Start, perfekt. Und dadurch, dass es alles noch schön Stahl ist, mal kurz mal hoch. Bisschen weiter brauchen wir noch. Mit das Ding, kleine Säule. Und fertig. Hier kann ich diesmal direkt runtergehen, weil wir auch gar nichts auf der anderen Seite haben. Jetzt fängt es hier an. Wie geil. So.
So, dann können wir das Ding hier mal wegnehmen. Auch schön. So, Stahlträger. Die gehen nämlich eigentlich nur in... Ah, in die Versatile Frameworks. 10 Stück. 2 Assembler. Ne? Und ein paar. Und wie viel gehen da rein? 60. Und 15 gehen tatsächlich raus. Wir gucken, wie viel kommen hier raus? 15, ne? Das heißt, wir nehmen hier einen Fusionator. 1, 2, 3 und 4. Und der hier, der ist tatsächlich nur dafür da, für Dings zu bauen. Für unsere Base, fürs Lager. Hier könnte ich auch nur 60 benutzen, ne? Weil theoretisch wir brauchen ja nur 60. Von daher, was soll das? Einfach mal machen. Und dann hier. Und dann ein kleines Schrift und Schild. Bild auswählen, Stahlträger. Und 60 die Minute. Jetzt werden hier die Dinge auch schon gepumpt. Dadurch, dass 60 pro Minute sind, wird alles exakt gleich befüllt, was halt auch mega nice ist. Und hier kommt noch ein kleines Schild hin. Zack, zack, zack. 15. 15 die Minute fürs Lager. Und schon wissen wir Bescheid. Als nächstes tatsächlich der Aufbau von 29, in dem Fall 30 Steel-Pipe-Konstruktoren. Und dann haben wir hier auch nicht mehr so viel. Dann haben wir jetzt, wenn wir ein... wie viel brauchen wir noch? Na doch, wir brauchen noch ein bisschen. Aber es sind alles keine großen Aufbauten. Aber guck mal, wie clean auch das Heavy Modular Frame-Ding dann wird. Ne? Keine Schrauben mehr. Der ganze Kack, ne? So, die haben wir jetzt hier fertig. Und dann bauen wir hier gleich nochmal. Wie viel? Genau, 30 Konstruktoren. Jetzt nicht hier, sondern hier. Und weil hier kann man es dann gut rausbringen und da kann man es dann unter Tage irgendwo langführen. Wie viel brauchen wir? Genau, 920, 30, 15 pro Seite. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10, 11, 12. Zwölf, 13, 14, 15. Andere Seite, einmal umdrehen. 1, 2, 3. Das war ein bisschen verrutscht. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Sehr gut. Splitter, ihr kennt das. Wieder von zwei Seiten diesmal. Wenn ich hier mal kurz reingucke, Stahlrohre, wir brauchen 30 pro Minute. Mitte. Mit 60. 30, genau, 120. 180. 240, 300, 360, 420, ne? Und dann das gleiche, ne? Stahlrohr, 420 haben wir, können nur noch 15 erübrigen, also den hier auf 50%. Den hier auf 15% Stahlrohr. Oder nicht auf 15, auf 50%. So krass, wie gut das passt.
So. Na, jetzt haben wir da 15, also plus 60 sind 75, aber wir merken uns einfach mal die 15, also jetzt haben wir 60. 120. 180. 240. 300. 420 plus die 15, 435. Also das geht hier wirklich sehr gut auf, muss ich sagen. Was ist denn das jetzt hier? Und von der anderen Seite dann auch nochmal. Und es geht auch wirklich leicht von der Hand aktuell. Alles so schräg hoch geht, ne? Liegt echt an diesen Betondingern. Okay, ist gebaut, wie es gebaut ist. Wir gehen hier wieder in die Mitte. Ja, sollte passen. Das ist auch wieder eine sehr lange Leiste hier. Aber stabil. So, hier natürlich rein. By the way, das können wir mal ein bisschen anders drehen gleich. Gerade? Ja. Weil wir es ja auf die Seite eh brauchen. Okay. Und hier Fundamentdurchführung, kein Problem. Nope. Shit. Wie kriegt man sowas am besten hin? Oh, ich glaube, okay. Das wird hier irgendwie extrem übelst. Wenn ich das hinkriege, ey, dann... Das ist halt so, das ist noch nicht mal ein... Das ist so ein Halbding. Ich glaube, wenn ich das hier... Na, hier, ne? Hier sind wir. Nope.
Mal sehen. Okay, würde gehen. Mir fehlen. Ne, würde nicht gehen. Wir fehlen 10-mal mehr von diesen Sachen. Okay. Nicht von diesen Stahlbetonträgern, ne? Aber das würde nicht hinhauen. Vielleicht habe ich noch welche im Dings. Im guten alten Bauzug. Ich glaube zwar nicht dran, aber wir schauen mal. Und so nimmt das hier alles schon ein bisschen Gestalt an, ne? Das ist halt aber, ne, klar, da ist man jetzt, ich meine, wie lange bin ich jetzt an dem Ding dran? Ich glaube ungefähr 4 Stunden, ne? Leider nicht. Leider nicht. Schade. Gut, da muss ich natürlich mit dem Bauzaun nochmal zurück. Muss ich mal wieder so einen kleinen Container voll machen. Aber soweit zufrieden. Es wird langsam, die ganzen Ratios gehen gut auf. Und dann haben wir im Prinzip nach den Steel Pipes, können wir, sollten wir an die Iron Plate und Stitched Iron Plates gehen. Also das wäre das nächste. Iron Plates, Stitched Iron Plates. Darauf basierend denn hier Steel Frames. Haben wir die modularen Frames und Statoren brauchen wir dann halt auch für das Automated Wiring. Mal hier wieder so ein bisschen Sachen wegnehmen. Einen kleinen Lagercontainer bauen. Ihr kennt das Spiel. Alles einlagern. Außer das. Und dann holen wir uns erstmal ein bisschen was. Wenn du halt so einen Aufbau hast, brauchen wir hier später. Wir brauchen hier sehr viel Assembler. Eigentlich nur Assembler. Manufacturer ganz wenig. Und Assembler brauchst du halt Rotoren. Und versteckte Dings hier. Und den brauchen wir auch mal. Mal so viel. Mal von denen so viel. Schrauben gar nicht. Hier. Ja, glaube ich nicht. Rotoren. Oh, da Beton. Wire auf jeden Fall. Kabel. Hier nix. Von den Dingern, die produzieren wir im Prinzip. Hier brauchen wir noch ein paar mehr. Motorengummi. Das nicht. Hier nochmal 400 mitnehmen, beziehungsweise das einmal raus. Okay. Hier Nobelisken. Habe ich gar keine Nobelisken mehr. Naja, weil damit ich, da gibt es unten noch ein paar Schnecken, die ich mir gönnen kann. Rest ist fein, alles klar. Tatsächlich alles geklappt. Alles klar. Und dann wieder einmal zurück. Das ging sehr schnell, muss ich sagen. Na, bremst zwar immer noch ab, aber es geht schon. Hoch.
hier Maßarbeit wieder. Bisschen nach vorne noch. Okay. Ja. Und weiter geht das. Schon sehr geil. Und alles, was wir bauen, läuft ja bereits. Ne? Das heißt, die Lager sind voll. Auch hier wieder, ne? Wir haben noch ordentlich Fläche und es sieht schon so schön geil modular aus. Love it. Love it. Dann könnte man hier natürlich in der Architektur hier auch nochmal die Trägerverbindung reinpacken. Damit wir hier nicht das Clipping hier haben, ne? Hier auch gleich mal loslegen, ne? Dann habe ich das auch fertig. Na, jetzt gehen wir ein bisschen zu weit nach da. So. Ja, ne, manchmal kannst du es halt nicht genau gerade machen, aber es ist dann auch fein. Sehr schräg. Auch hier ist sehr schräg, aber okay. Dann haben wir wieder ordentlich Steel Pipes hier. Und ich muss sagen, ne? Klar, ich habe zwar kein Hopper Pack. Das läuft eigentlich ganz gut. Das ist halt eigentlich alles Gewohnheitssache. Klar, Hoverpack ist man natürlich verwöhnt. Ich natürlich auch vom Stream, klar. Aber so weit ist es gar nicht mehr entfernt. Und dann geht's ab. Ja, doch, ist schon noch ein bisschen entfernt. Sehr gut. Dann haben wir Strom drauf. Dann müssen wir noch unten verbinden. Das kriegen wir heute auch noch schnell hin. Okay. Oh nee. War das war ja bei den anderen. Oh, ich bin wieder egal. Nicht aufregen, wieder nichts gecheckt. Okay. Konstruktoren funktionieren nicht, nur Assembler. Das auch nie lernen. Aber es ist immerhin halb symmetrisch. Ne? So, Trägerverbindung, dann da drüber. Perfekt. Hier nochmal das. Was denn? Rein, das raus. Durch. Okay.
Nun kann man es eigentlich machen. Und dann ziehen wir das schön nach hinten durch. Oder ist das hier jetzt? Das ist glaube ich hier, ne? Weg. Brauche jetzt nicht unbedingt immer noch einen neuen Lift hier unten. Shit. Oh, ein Glück habe ich das Dings. Gerade ist es. Hier seid ein bisschen umständlicher, ne? Muss man ja mal sagen. Okay. Die Stahlträger noch rein. Oh, schon wieder eine Stunde 8. Ah, das muss ich noch fertig machen. Nein, Stahlrohre, nicht Träger. Ich dreh durch. Okay, habt ihr heute ein bisschen längere Folge. Aber mein innerer Monk lässt es nicht zu. Das ist alles gelb. Nicht so ganz. Rohr. Hat der denn hier kein Strom? Okay. Eine Menge hier. Aber jetzt haben wir es ja. Das ist der Stahlrohr, ja. Alles grün und gelb. Machen wir da unten noch die Verbindung und dann, liebe Leute, haben wir es für heute. Sehr, sehr gut. Nope, der kann nicht raus, der muss tatsächlich sich einmal drehen. Okay. Jetzt läuft hier alles, wa?
langsam aber sicher. Stahlwaren kommen jetzt hier aber noch nicht gerade so krass durch. Naja, okay, die füllen sich hier erstmal wahrscheinlich alle auf. Träger habe ich jetzt mal genug. Wo geht das denn hier nicht raus? Das ist ja mega. Hä? Super langsam. Was ist denn hier los? Mark 4, Mark 4, Mark 4. Super slow, Mark 4. Oben vielleicht irgendwas komisch. Mark 1. Okay. Schon gewundert. Jetzt hier aber mal ab. Okay, perfekt. Ah, the more you know, Alter. Da musst du immer schön einen Blick drauf haben. Okay, Leute. Das soll es für heute gewesen sein. Danke mich fürs Einschalten. Kommentare, Anregungen gerne runterschreiben. Und ansonsten sehen wir uns nachher. 17 Uhr geht's los mit dem Stream. Wieder diesmal Community Games. Und im Anschluss Satisfactory, Leute. Macht's gut erstmal. Bis dahin. Euer